Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu The Last Door. Ja, wir sind offenbar im Elendsviertel von London gelandet. Wie genau das passiert ist, haben wir noch nicht rausfinden können und irgend so ein komischer Typ beobachtet uns zumindest. Aber wo wir jetzt genau hin müssen und hin wollen und so, das ist noch alles ein bisschen unerkundlich. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Öllampe. Ich werde jetzt mal versuchen, ob ich die nicht hier füllen kann. Ja, weil hier war ja... Nee, das geht schon mal nicht. Schade, schade. Aber ich denke, wir müssen irgendwie das Öl wahrscheinlich daraus filtern. Hier kam ich ja jetzt zu der Wahrsagerin. Da gehen wir doch da nochmal hin. Gehen wir mal hier lang. Da ist schon wieder dieser Typ. Okay, da waren wir ja auch schon. Okay, der geht da lang. Wir gehen jetzt mal hier lang. Weil das haben wir noch nicht untersucht. Und die Straßenlaterne versucht, Licht in die Düsterheit zu bringen. Okay. Verbarrikadierte Fenster eines heruntergekommenen Geschäfts. Staub bedeckt die Scheiben, sodass ich nicht ins Innere blicken kann. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Tür. Vielleicht kommen wir da rein. Weil sonst ist ja auch nicht wirklich was. Oh, was ist das? Eine Fleischerei? Ein fauliges Stück Fleisch hängt von der Decke. Oh. Ranzige Fleischstücken sind über den Metzgerblock verstreut. Oh Mann, warum sind das immer so komische Orte? Die einzige Lichtquelle dieses schmutzigen Ortes. Die Überreste eines Pferdes hängen an einem Haken an der Wand. Das abtropfende Blut sickert langsam in den Boden ein. Was haben wir hier? Eine Metallplatte. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich es für ein Schlupfloch halten. Okay. Und hier haben wir irgendwelche Hebel. Dann müssen wir die vielleicht versuchen, irgendwie waagerecht zu stellen. Okay, das ging einfach. Wo sind wir jetzt hier? Ist das ein Globus? Verrostete Fässer. Sie sind leer. Nein, kein Globus. Ist irgendeine Flasche? Eine Gin-Flasche. Sie ist zwar leer, könnte trotzdem noch nützlich sein. Danke. Was ist hier? Die Apparatur ist alt und baufällig. Es scheint eine Art Filtervorrichtung zu sein. Trotz ihres Zustandes scheint sie erst vor kurzem benutzt worden zu sein. Okay. Ist alles die Apparatur? Ja. Ein gläserner Abscheider. Wenn man Flüssigkeit oben eingießt, können allfällige Unreinheiten über einen Hahn am unteren Ende abgelassen werden. Ich glaube, ich muss hier das Öl wahrscheinlich reinkippen. Das werde ich jetzt auch mal machen. Das ist jetzt so aktuell unser einziger richtiger Anhaltspunkt. Ah ne, hier bin ich ja hergekommen gerade. Meine Güte. Mal gucken, jetzt muss ich erstmal Öl holen. Ich hoffe, ich kann das jetzt mit der Flasche mir praktisch besorgen. So, mal sehen, ob ich das... hier ja, abfüllen kann. Ich habe etwas von dem öligen Wasser in meine Ginflasche gefüllt. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück und versuchen das zu filtern. Mal sehen, ob das klappt. Okay. Weil dann könnten wir eventuell die Öllampe benutzen. Das wäre, glaube ich, relativ hilfreich. Jetzt, wo wir sie schon mal gefunden haben.
nur die Frage, ob ich das jetzt hier reinkippe einfach. Gieße den Inhalt der Flasche in den Abscheider. Das Öl schwimmt oben. Wenn ich jetzt den Hahn öffne, kann ich das Wasser ablassen. Sehr gut. Fertig. Das Wasser ist vollständig abgelassen. Na dann. Ich fülle die Lampe mit Öl. Ich hoffe nur, dass es für die Nacht ausreichen wird. Cool. Können wir die jetzt anzünden auch? Das wäre jetzt dann noch hilfreicher. Da brauche ich irgendwie Streichhölzer dafür. Ich brauche nur etwas, um sie anzuzünden. Ja. Ob man hier irgendwas findet? Oder wir nehmen draußen diese Laterne, hatten wir da ja. Die müsste ja eigentlich auch irgendwie mit Gas funktionieren. Aber hier ist ja nichts. Kann ich das hier machen? Nee, schade. Ich kann noch mal die Wahrsagerin fragen. Ach, aber die hat doch hier Feuer. Ohne eine Karte werden sie ihren Weg nicht finden. Leben sie wohl. Hier. Auch wenn die Glut aussieht, als würde sie bald erlöschen, ist mir ihre dürftige Wärme willkommen. Yay, meine Lampe brennt. Eine brennende Lampe. Jetzt gehe ich tatsächlich nochmal zurück in diese Kanalisation. Ach nee, da hätte ich auch hier lang. Du musst ja hier lang. Und wir gucken mal, ob wir da noch weiter können jetzt mit der Lampe. Steht hier. Aus der Ferne vernehme ich Stimmen einer Frau. Es klingt, als sänge sie. Ein Wiegenlied? Do not. Fall asleep. Schlaf nicht ein. Wo bin ich hier gelandet? Und welche Zettel? Eine Notiz. Sie ist vom Schlamm befleckt. Ich darf nicht einschlafen. Ich höre sie kriechen, ich höre sie nagen, Ratten, zu viele von ihnen. Sie wissen, dass ich hier bin. Ich darf nicht einschlafen. Sie verfolgen mich, kommen näher und näher. Ich kann ihre blutroten Augen in der Dunkelheit schimmern sehen. Ich darf nicht einschlafen. Ein Haufen zerrissen und schlammbefleckter, löchriger Kleidung. Oh Gott, das klingt schon ein bisschen schaurig hier. Mit den Kleidungen kann ich jetzt erstmal nichts machen. Was ist das? Das Wurzelwerk eines einst wohl mächtigen Baumes überwuchert nun den Abwasserkanal. Er ist von eigenartigem Moos überwachsen. Außerdem führt ein Spalt in sein Inneres. Okay, ich kann da aber auch nicht reingehen. Nee. Okay. Dann also hier erstmal noch nicht weiter. Na, dann werden wir uns wahrscheinlich erstmal um diesen Typen kümmern müssen, der da rumschleicht. Ist noch irgendwie eine Tür, aber mit der kann ich auch nichts machen. Nee, hier gibt's sonst nichts weiter. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wo der hingelaufen ist.
erstmal wieder raus hier. Gehen wir mal hier lang. Und hier lang. Und dann nach schräg rechts. Ja, schauen wir mal. Da ist er wieder. Was ist das hier jetzt für ein Haus? Ein alter, abgenutzter Mantel hängt auf dem Ständer. In einer seiner Taschen befindet sich ein paar Handschuhe. Okay, haben wir die Handschuhe mitgenommen? Dieses alte Paar Lederhandschuhe ist abgenutzt und fleckig. Aber vielleicht nützen sie uns ja noch. Hier ist irgendwie ein Bild runtergefallen. Ein Gemälde ist von der Wand gestürzt. Also liegt er hier. Können wir uns aber nicht anschauen. Dieses Bildnis eines Herrn, distanzierter Erscheinung. Es scheint mir vage vertraut. Oh Gott, ist das sein altes Elternhaus? Eine alte, staubbedeckte Weinflasche mit der Aufschrift Saint-Emilion Grand Cru. Wie auch immer man es ausspricht halt. Okay. Das ist offenbar ein Hinterhof. Warte mal, nee, wir gucken uns jetzt erst nochmal um. Dem Harz nach zu urteilen, welches aus der Oberfläche des Baumstumpfes hervorquillt, scheint er erst vor kurzem gefällt worden zu sein. Okay. Schimmel bedeckt das in dem Schuppen gestapelte Holz. Ich glaube, ich kann etwas auf der anderen Seite des Fensters erkennen. Dennoch kann ich von hier aus nicht sagen, was es ist. Wollen wir jetzt wirklich... Ach, komm. Die Frage ist aber, wo ist dieser Typ hin? Eine blühende Wiese, durch die Jahre sind die Farben verblasst. Hört doch hier irgendwas lachen, oder? Das junge Modell ist von außerordentlicher Schönheit. Ihre Züge zeugen von Eleganz, sie wirken fast aristokratisch. Hier ist doch ein Lachen. Das Bildnis eines Mannes mittleren Alters. Es wirkt beunruhigt. Das Porträt des Mannes besitzt einen schier hypnotischen Blick. Jetzt gehen die ganzen Türen auch noch auf. Oh Gott. Wer bist du? Das Porträt einer bildhübschen jungen Dame. Ihr Antlitz strahlt Gelassenheit und Ruhe aus, gleich dem von Raphaels Engeln. Note F, E, D. Langsam, tiefer. Okay, diese ganzen Notizen können wir uns schon mal nicht ansehen. Nein. Zusammengerolltes Papier. Es scheint eine verworfene Partitur zu sein. Zweite Violine, zweiter Takt. Die Tapete ist zerrissen. Nein, nein, nein. Der ist offenbar nicht zufrieden. Eine Schneiderpuppe, warum steht sie nur neben dem Fenster? Bratschenschlüssel. Die Partitur, okay. Na, wir können ja nochmal mit dem Typen quatschen. Nein, nein, nein. Habe ich nicht genug gebetet? Habe ich nicht dankbar jede der Noten zu Papier gebracht, die du mir diktiertest? Eingestrichenes C auf A, Taktwechsel von G nach C, gebunden. F, zweite Geige, zweiter Takt. Eingestrichenes C, dann A. Breves E, G, C. Nein. D,
die sollte doch unser Meisterwerk werden. Viola auf C, oktaviert und dann hinauf auf G. Was, wer denken Sie, der Sie sind? Sind Sie blind? Sehen Sie nicht, dass ich die Stimme des Engels zum Leben erwecke? Diese Arbeit von C auf A, oktaviert, eine zarte Stimme umschwört die Strophe. Nein, 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 nein! Hände entreißen dich mir, sie lachen dich aus, ich habe es wieder verloren. Ah, geht's Ihnen gut, Sir? Meine Inspiration ist verloren, endgültig verloren. Im Nebel ächzen die Töne, nur sie. Okay. Wer war sie? Oh, wunderschöne Daphne, die beste Solistin, die ein Kommunist sich wünschen könnte. Ihre engelsgleiche Stimme erweckte meine Musik erst zum Leben. Sie würde dort am Fenster stehen, der Wind strich sanft über ihre Wangen, durchkämmte ihr goldenes Haar, ihr Kleid leuchtete wie das Abendrot. Das ist offenbar die Frau auf dem Bild. Was ist mit ihr geschehen? Sie war zerbrechlich, wie eine zarte Blume in der trockenen Wüste, wie ein Blütenblatt im Sturm, die Krankheit. Sie raffte sie einfach dahin. Ihre Stimme, mein Gott, ihre Stimme, sie entsprang dem Himmel. Sie war der Engel meiner Musik. Das Mausoleum hinter dem Haus, ist das der Ort, an den Daphne beigesetzt wurde? Ah, okay, das war die Tür, wo ich noch nicht durchgegangen bin. Das stimmt, ich habe sie in vielen Nächten dort besucht und habe sogar neben ihr auf dem kalten, nassen Steinboden geruht. Hast du vielleicht den unheimlichen Mann gesehen? Ich bin einem Mann gefolgt, doch wenn ich es recht bedenke, folgte er vielleicht mir. Er hatte einen roten Bart und trägt ein Cape. Manchmal sehe ich ihn zwischen meinen Noten, manchmal spüre ich ihn ganz in meiner Nähe. Bitte, ich muss fort von hier. Ihr erbittet Antworten von mir, doch Worte lügen, sie sind unrein. Musik, nur die Musik behält ihre Reinheit, doch bleibt sie in uns gefangen. Wir müssen sie befreien. Ich kann ihnen nicht helfen, nicht solange mein Werk unvollendet ist. Mein Werk ist mein Leben, sie war meine einzige Inspiration. Okay. Möge die Musik und der Gesang euch überall hin begleiten, mein Herr. Jo, alles klar. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie seine Partitur beenden. Eine zusammengerollte Partitur. Einzelne Passagen wurden bis zu ihrer Unspielbarkeit herausgestrichen oder korrigiert. Okay. Aber wer lacht hier so blöd? Der Türknauf fehlt. Okay. Hier könnten wir noch hoch. Da sich meine Augen langsam an die Dunkelheit gewöhnt haben, kann ich die am Bett sitzende Gestalt als ältere Dame erkennen. Jedoch aus irgendeinem Grund ist sie wie ein junges Mädchen gekleidet. Von dem Punkt aus, wo sie sitzt, scheint sie mich weder hören noch sehen zu können. Ich muss näher treten, wenn ich mich ihr vorstellen möchte. Okay, wer ist das denn jetzt schon wieder? Das Bildnis einer schönen jungen Tänzerin. Durch den Schmutz hindurch starrt mir mein Spiegelbild entgegen. Ein alter Kleiderschrank. Der Kleiderschrank ist verschlossen. Wir haben noch einen Kamin. Da ist etwas inmitten der Glut. Ich kann es nicht mit bloßen Händen anfassen, ohne mich dabei zu verbrennen. Die Handschuhe. Es ist ein kugelförmiges Metallstück. Ein Türknauf. Okay, wir haben ja die Tür schon entdeckt, die ohne Türknauf ist. Das hilft uns doch. March 8, 1843. Ich bin völlig erschöpft. Vater zwang mich heute 8 Stunden lang zu proben. Gegen Ende verschwammen die Klänge des Klaviers unter seinen zitternden Händen. Es dauert noch lang bis zu meinem Auftritt, doch er besteht darauf, dass alles perfekt sein soll. Nur noch ein Lied, wiederholte er stets. 21. März 1843. Vater wurde richtig wütend und brüllte mich an, nachdem ich ihm nach unseren stundenlangen Proben mitteilte, dass ich ein wenig hinausgehen wolle, um zu spielen.
Wie besessen scheint er zu sein von den Proben, Konzerten und zu guter Letzt Perfektion. 3. April 1843. Bin ich es nicht, die unsere Familie ernährt? Bin ich es nicht, dass zahllose Menschen von überall herkommen, um mich zu sehen und zu bewundern? Steht nicht mein Name auf all den Plakaten, mein Name? Die Puppen, die sie am Eingang des Theaters verkaufen, sehen mir nicht ähnlich. Tragen sie nicht meine Kleider wie ich und tragen sie nicht Kleider wie ich und haben meine Haarpracht? Ich sollte alle Entscheidungen treffen. 21. April 1843. Nur noch ein Lied. Ja, eins noch. Ein letztes Lied für dich, Papa. Das klingt nicht gut. Aber ja, die Zeit ist an der Stelle schon wieder vorbei. Deshalb werden wir dann hier im nächsten Video weitermachen. Und vielleicht finden wir heraus, was mit diesem seltsamen Mann los ist. Also bis dann. Tschüss.